Schokolade. Dunkel, hochprozentig, mit hohem Kakaoanteil. Und damit edel. Die perfekte Partnerin für einen kräftigen Brand. Das Traumpaar für den perfekten Genuss. Schokolade und Whisky passen gut zusammen, weil sie sich sehr gut ergänzen, sehr gut gegenseitig die Aromen wachkitzeln und eigentlich miteinander harmonieren können, wie Gras im Wind, so Grashalme im Wind so zusammen schwingen können. Diesen besonderen Gaumenkitzel bietet Michaela Schupp an. Nach Feierabend unterschiedliche Whisky-Sorten durch ein schmelzendes Stück Schokolade ergänzen. Lutschen, richtig im Mund spazieren gehen lassen, dass man auch wirklich alle Aromen auch mal wahrnimmt. Schokolade mit Kakaoanteilen von 75%, kombiniert mit gleich 6 unterschiedlichen Classic Malts of Scotland. Ein Lowland. Jetzt muss ich gleich die nächste Flasche aufmachen. Natürlich der Reihe nach. Bitte erst am Whisky riechen. Grundsätzlich immer erst riechen. Dann merkt man, das ist also kein sehr torfiger, sondern ein ziemlich weicher Whisky. Das ist ein Lowland. Im Whisky vereinen sich Geschmackstöne von Getreide, Quellwasser, Rauch und Torf. Prösterchen. Prost. Slant. Insgesamt ein vielschichtiges Getränk mit einem ganz eigenen Charakter. Dazu gibt es einen Madagaskar. Das ist jetzt ein reiner Criollo. Also die edelste Kakaosorte. Die hat vielleicht maximal 5% vom Weltmarktanteil. Bei der Schokolade kommt es auf die Bohne an. Dann das lange Rühren, das Conchieren. Das ist der nächste wichtige Schritt. Der Schokolatier muss eben den richtigen Conchierzeitpunkt festlegen. Und Industrieschokolade ist so 3 oder 4 Stunden conchiert. Und unsere Schokolatiers conchieren bis zu 120 Stunden. Und das erklärt auch den Preisunterschied. Welcher Whisky passt zu welcher Schokolade? Eine Frage des Geschmacks, wohl nur individuell zu beantworten. Es geht an diesem Abend aber auch vielmehr darum, seine 5 Sinne einzusetzen. Also von ganz sanft bis torfig bis salzig, also alle Nuancen wurden abgedeckt. Und diese Korrespondenz zwischen Schokolade und Whisky und diese Veränderung, die mit dieser... Ja, mit diesem Zusammenspiel interessiert, passiert, das ist einfach phänomenal. Und also für mich haben sich neue Geschmackswelten aufgetan, denke ich. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Und das ist an diesem Abend auch so gewünscht. Aber das ist schon eher ein Männerwhisky, also das ist kein Frauenwhisky. Der andere war besser. Für Frauen. Lowland. Lowland ist für Frauen besser. Weil er nicht so scharf ist. Ich finde ihn jetzt ehrlich gesagt nicht scharf. Ja, das ist ja auch keine Frau. Ja. Wenn man unter Freunden zusammensitzt und den Abend so genießt und dann dazu schöne Produkte oder schöne Schokolade und einen super Whisky trinken kann, dann macht das immer Spaß. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Schokolade und Whisky. Ein vielleicht unvernünftiger, dafür aber genussvoller Abend.